In der Worst Night vom Dienstag, den 10. September 2019, haben wir uns auch das Star Citizen live mit Todd Pepe und Brian Chambers und Jed McKinney angeschaut. Ich habe die Inhalte entsprechend vorgestellt und erklärt. Und die Ausschnitte daraus, die bringe ich euch jetzt hier nochmal ausgekoppelt auf meinem Videokanal. Dies ist der erste Teil mit den fachlichen Inhalten. Gut, dann würde ich sagen, wir haben das Star Citizen Live in drei Teile aufgeteilt und ich fange jetzt mal an mit dem, was ich mir an fachlichen Inhalten aufgeschrieben habe in dem Block 1 und dann, denke ich, sind wir alle so voll mit Informationen, dass es dann erstmal Musik geben wird und danach gehen wir dann in das Server Object Container Streaming und das Server Meshing rein. Das wurde ja auch schon hier im Chat erwähnt, dass sich da einige Leute für interessieren. Dann leg mal los. Also. Ah ja, dann lege ich mal los. Am Freitag gab es ja ein Star Citizen Live mit Todd Pepe und Brian Chambers und dann kam noch der Chad McKinney dazu, der hochgradig spannende Informationen zum Server Object Container Streaming gebracht hat. Die Fragen, die an Todd Pepe und Brian Chambers gegangen sind, die habe ich jetzt zusammengefasst als fachliche Inhalte. Die erste Frage lautete, warum wurde jetzt zum Staggered Development entwickelt, also zur gestaffelten Entwicklung. Da wurde darauf geantwortet, seit 3.0 war man sehr Feature-getrieben, verlor die Spur, weil man eher datumsgetrieben sein sollte. Mit jedem Patch verzögerte sich alles, kamen die Patches verspätet raus. Das frustrierte nicht nur die Spieler, sondern auch die Entwicklerteams. Das möchte ich einwerfen, da hatte sich der Todd Pepe schon mal im Calling All Devs vor einigen Monaten drüber sehr negativ geäußert, dass ihm das überhaupt nicht gefällt, diese 3-Monats-Patches und dass sie sich immer mehr und mehr verspäten. Man stellte außerdem fest, dass die Features immer komplexer werden mit der fortlaufenden Entwicklung von Star Citizen, sodass sie immer mehr als 3 Sprints benötigen. Ein Sprint dauert im Regelfall 2 Wochen. Er spricht hier also von 6 Wochen. Das heißt, dass Sie also ein Feature haben und fertigstellen können. Dafür haben Sie früher zu 3.0 Zeiten durchaus 6 Wochen gebraucht. Jetzt brauchen Sie mehr und zwar im Hinblick zum Beispiel auf das Mining 6 Monate, bis es so funktioniert wie angedacht. Und das sind alles Anlässe gewesen, die dazu geführt haben, sich anzuschauen, wie man aus diesem Problemfeld herauskommen kann, dass man wieder Datums gesteuert wird und eben nicht auf Gedeih und Verderb ein Feature rausbringen muss, nur weil man es jetzt im nächsten Quartal entsprechend angekündigt hat. Außerdem, und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, den er hier angesprochen hat, man möchte aus dem Crunch rauskommen. Seit 3.0 scheint sich CRG in einem durchgehenden Crunch zu befinden und Todd sagt, Mensch, die Leute, die müssen auch mal in Urlaub gehen können und die müssen auch mal krank werden können, ohne dass sofort Termine gefährdet werden. Alleine das, finde ich persönlich, ist ein Grund und jede Rechtfertigung wert, zu sagen, ja, absolut geht in das Staggered Development. Es kann nicht sein, dass die Leute dabei draufgehen, nur weil ihr irgendwie im 3-Monats-Rhythmus hier die Features raushauen müsst. Das finde ich nicht gut. Im Hinblick auf die Art und Weise regulärer Spielentwicklung hat Todd außerdem betont, dass sowohl er als auch Brian natürlich super erfahren sind und die sich seit vielen, vielen Jahren in dieser Branche der Spielentwicklung bewegen. Aber Star Citizen, sagt er, das ist ein einzigartiges Biest. Es hat eine unvergleichbar hohe Komplexität und manchmal fühlt es sich an, als ob man eine Schienenstrecke legt, während man im Zug sitzt und darauf fährt. Und vor sich immer die Schienen verlegt. Nächste Frage. Können wir uns, beziehungsweise CRG, sich weniger auf die Schiffserstellung konzentrieren, aber dafür mehr auf Berufsmechaniken und Gameplay? Das habe ich ja vorhin schon erzählt. Bezüglich der Schiffe gibt es eine Entwicklungspipeline und ein Vehicle-Feature-Team, die kontinuierlich nichts anderes machen, als Fahrzeuge und Schiffe zu entwickeln. Bezüglich der Berufe gibt es eine Prioritätsliste, die für die Entwicklung von Squadron 42 und Star Citizen berücksichtigt wird. Dabei hat alles, was mit Squadron 42 zu tun hat, absolute Priorität. Danach folgen Features, die sowohl für Squadron 42 und Star Citizen Relevanz haben und erst am Ende der Prioritätsliste stehen Features, die
IPU-only sind, also die nur für Star Citizen sind. Nichtsdestotrotz gibt es ein Team, das dediziert für gewisse Gameplay-Inhalte des Persistent Universe, also von Star Citizen, zuständig ist, auch zurzeit. Die beschäftigen sich mit Bergbau, mit dem Salvaging, also mit der, ich nenne es mal Altmaterialrückgewinnung, und mit dem Harvesting, also mit dem Ernten von Entitäten. Ein weiteres Team beschäftigt sich mit Fracht und Handel, also mit Cargo, und ein weiteres Team mit Scanning und Ping, wobei diese Gameplay-Elemente ja auch schon wieder übergreifend für beide Spiele wichtig sind. Berufe wird es absehbar erst einmal nicht geben, sondern man fokussiert sich auf die eben schon angedeuteten Gameplay-Elemente. Mining, Salvaging, Handel, Piraterie, Auftragsarbeiten und Kopfgeldjagd. Und leicht erweitert wird das im nächsten Jahr um das Thema Betankung und Aufmunitionierung bzw. Wartung, wobei ich auch mir hier vorstellen kann, Betankung, Aufmunitionierung, Wartung, dass das irgendwo in Squadron 42 mit reingreift. Nächste Frage. Warum werden lange bekannte Fehler nicht in jedem Patch adressiert und bearbeitet bzw. behoben? Hierzu erklärt Todd, dass es Fehler gibt, die bewusst nicht bearbeitet werden, wie beispielsweise im Hinblick auf das HUD, auf das Head-Up-Display. Weil das nämlich komplett neu entwickelt werden wird, werden diese Bestandsfehler nicht mehr bearbeitet, denn das Spiel selbst funktioniert ja auch mit den Fehlern. Ansonsten werden Fehler ständig besprochen zwischen Todd Pepe, Aaron Roberts und der Qualitätssicherungsabteilung, die überlegen, wo die Prioritäten liegen, welches die sehr dringlichen Themen sind und mit welchen Fehlern die Community erstmal leben muss. Dabei gibt Todd Pepe und Brian Nick dazu auch, die geben zu, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit von Star Citizen und Squadron 42 so hoch ist, dass man Fehler einfach teils übersieht oder schlicht keine Zeit dafür hat, sie zu bereinigen. Nächste Frage. Früher, also das betrifft die Leute, die schon ganz lange dabei sind, da hat es Produktionsdokumente gegeben zur tiefen, detaillierten Einsicht. Können wir die bitte wiederbekommen? Diese Dokumente sind damals extrem in die Tiefe gegangen und Todd Pepe glaubt nicht, dass er solche Dokumente noch einmal veröffentlichen möchte. Diese Dokumente der Vergangenheit haben heute zum Beispiel überhaupt keine Relevanz mehr. Die haben keinen Bestand mehr und das zeigt, wie statisch sie eigentlich sind, langfristig oder gar mittelfristig betrachtet. Unter dem Strich sind solche Design- oder Produktionsdokumente die Antithese der agilen Entwicklung. Todd möchte daher lieber in dem aktuellen Status quo bleiben und von Zeit zu Zeit über den Stand der Entwicklung sprechen mit seinen Blocking Points, Weiterentwicklungen, Seitenschritten, Fortschritten und so weiter, dann im Rahmen solcher Star Citizen Lives oder was da auch immer kommen wird. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Betankungs-Gameplay. Was ist damit passiert? Kommt es zurück auf die Roadmap? So lautet die nächste Frage. Ja, absolut. Das Thema liegt in der Verantwortung von John Crew mit seinem Wege-Feature-Team im Hinblick auf das Gameplay und Todds Team kümmert sich um die technische Umsetzung. Man weiß aktuell, Stand heute, aber noch nicht, obwohl man daran arbeitet, wann man damit fertig werden kann. Wie gesagt, es haben alle Squadron 42-bezogenen Themen Priorität und das Betankungs-Gameplay kommt darin, sagt Todd jetzt hier an der Stelle nicht vor, weshalb es zwar in Bearbeitung ist, aber keine Priorität hat. Und wie gesagt, ich persönlich, also meine Einschätzung ist, das ist ja auch eine Live-Show, das ist nicht alles durchgeplant, was Sie hier sagen. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man irgendwo militärisch in einer Kampagne unterwegs ist, warum sollte das Nachtanken eines Schiffes nicht zum Gameplay gehören? Das ist ja auch bei uns im wirklichen Leben so, dass es diese Betankungsflugzeuge gibt und Jäger, F-16, was weiß ich, dann in der Luft betankt werden können. Also warum eigentlich nicht? Aber das war erstmal die Aussage zu der Frage hier. Nächste Frage. Wie ist der Status der Implementierung von Vulkan? Sieht gut aus, sagt Todd Pepe. Vor einer Weile gab es dazu ein Arbeitsmeeting, um Überlegungen anzustellen, welche Aufgaben definiert und umgesetzt werden müssen, wer welche Aufgaben übernimmt, wie viele Ressourcen dafür benötigt werden und so weiter. Im Grunde genommen besteht die Implementierung aus drei Phasen. Phase 1, Grundlagenschaffung.
der Rendering-Code wird entwickelt. Hieran arbeitet man seit 3 bis 4 Monaten. Phase 2 sind die Abnahmen der Render-Ergebnisse und Herstellen der optimalen Kompatibilität zur neuen API, zur Programmierschnittstelle, zu bestehenden und zukünftigen GPUs, also Grafikprozessoren und so weiter. Alles mit dem Ziel, die bestmögliche Performance zu erreichen. Diese Phase ist wenige Wochen nach besagtem Arbeitsmeeting gestartet und man ist mit den Fortschritten soweit zufrieden. Phase 3 ist dann die Implementierung des Vulkan Backends, wobei auch daran bereits gefeilt wird, also einige Teile der Teams daran arbeiten. Der Begriff Backend, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, den solltet ihr euch bitte merken. Das ist in der Regel das Pendant oder das Gegenteil zum Frontend und bezieht sich per Definition auf die Nähe einer Software zum Anwender. Das Backend liegt also näher am System, während das Frontend näher am Benutzer liegt. Und das kann man auch etwas differenzierter betrachten. Dieser Begriff Backend, der bezieht sich in der IT-Branche meist auf eine Client-Server-Architektur, wobei die Anwendung, die auf dem Server liegt, das Backend darstellt. Und ja, von der Anwendung unabhängig kann man auch vom Server insgesamt als Backend sprechen. Das kommt immer darauf an. Und ich glaube, das wird auch so ein bisschen vermischt bei CRG, je nachdem, wer dort gerade spricht. Da gibt es Leute, die eben für die Hardware zuständig sind. Da ist das Backend dann eher der Serverbereich, während die Programmierer, wenn die vom Backend sprechen, ist das eben die Software, die auf den Servern läuft. Aber grundsätzlich einfach mal im Hinterkopf behalten. So, zurückkommt. Ja. Oh, ich muss mich auch im OS mal hier eben entmuten. Ich habe gerade Moment geschrien. Ich kenne Backend und Frontend aus meiner Webdesigner-Sicht so, dass das Backend der Teil ist zur Administration und Frontend ist eben das, was jeder sieht. So ist die Definition da. Wenn du zum Beispiel eine WordPress-Seite hast, dann ist das Dashboard das Backend. Ne? Mhm. Und das Frontend ist eigentlich deine Webseite. Also ich denke, in sämtlichen IT-Bereichen sieht man das ein bisschen anders. Aber so ist es zum Beispiel dann bei mir. Wollte ich kurz dazwischen geworfen. Ganz ohne jetzt irgendwie böse sein zu wollen, aber ich habe das rausgelassen. Ich habe das gelesen mit dem Webdesign, dass die auch noch eine andere Definition haben. Aber ich habe gesagt, das eine reicht eigentlich. Alles gut. Also, weißt du was? Ich halt wieder die Klappe. Mach du mal weiter. Entschuldigung, ich würde sagen, wir einigen uns darauf, auf alles, worauf die Benutzer keinen Zugriff haben, das hat irgendwo im näheren oder entfernteren Sinne mit Backend zu tun. So, aber zurückkommend auf die Vulkan-Fähigkeit und Kompatibilität, da ist man auf einem guten Weg, das befindet sich in der Entwicklung. Nächste Frage. Wenn Squadron 42 fertiggestellt und veröffentlicht ist, das ist eine Frage, über die haben wir, glaube ich, auch schon mal spekuliert, Mitch. Wird dann der größte Teil der Entwicklerteams in die PU-verantwortlichen Teams gehen, also Star Citizen, dann um Star Citizen fertigzustellen? Wichtige Frage. Und die Antwort? Ja und nein. Ein Teil wird sicherlich zum Persistent Universe wechseln, und zwar der Teil der Teams, die in der Squadron 42-Entwicklung keine weiteren Aufgaben haben. Aber der größte Teil des Teams wird an dem zweiten Teil von Squadron 42 weiterarbeiten. Und das macht ja auch nur Sinn, möchte ich jetzt dazu einwerfen, weil die sind im Flow, die haben fertige Teams, die sind im Thema. Um Gottes Willen, lass die bloß an Squadron 42 weiterarbeiten. Also sehr gute und richtige Antwort an der Stelle, auch wenn das die Star Citizen-Fans vielleicht da nicht hören wollen in erster Instanz. Aber das ist der Plan von CIG. Schiffskampf hat diverse Probleme. Frage: Gibt es ein Team, das an der Lösung bzw. Verbesserung arbeitet? Und Todd hat da sehr energisch genickt und er sagte, ja, das Thema hat eine ganz hohe Priorität, im Prinzip die oberste Priorität. Es muss sich richtig anfühlen, wie ein realer Kampf und nicht wie Pixeljagen, weil es der essentielle Bestandteil von Squadron 42 sein wird. Designer und Programmierer, oder es wurde ein Balance-Team aufgesetzt aus Designern und Programmierern.
die sich ausschließlich damit beschäftigen, dass der Schiffskampf so funktioniert wie beabsichtigt. Und erste Auswirkungen dessen wird man bereits laut Todd Pepi in 3.7 bemerken können. Ab 3.8 sollten deutliche Verbesserungen eintreten. Nächste Frage. Wird es möglich sein, sich außerhalb von Raumschiffen auszuloggen? Fragezeichen. Intern wird darüber gesprochen, ob und wo und in welchen Situationen. Man denkt hier natürlich über Landezonen und Raumstationen nach, sowie auch über das spätere persönliche Wohneigentum, was wir dann ja alle haben werden. Das ist ja ganz wichtig. Aber bevor das möglich sein wird, benötigt man die globale Persistenz. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Das kommt leicht dran im Rahmen der Server Object Container Streaming-Thematik, die wir dann nach dem nächsten Musikblock besprechen werden. Vorletzte Frage, dann lasse ich euch in Frieden. Wird man Bodengeschütze anvisieren und aufschalten können? Ja, das ist eine der Aufgaben des Vehicle-Feature-Teams in Amerika. Todd möchte das Thema gerne früher als später umgesetzt haben. 3.7 wäre schön, 3.8 ist realistisch. Und die letzte Frage, auch hochgradig spannend, wird Alpha 4.0 genauso gewichtet werden wie 2.0 oder 3.0. Wir erinnern uns, 2.0, 3.0, die wurden ja auch so ein bisschen als böse Zunge, als Baby-Jesus-Patch gehandelt. Das sind einfach die Patches gewesen, die ganz massive Veränderungen und Erweiterungen gebracht haben. Und jetzt kriegen wir mit der Roadmap einfach so 4.0 hingeklatscht und die Community stellt die Frage, naja, wäre es nicht sinnvoller gewesen, nach 3.9 vielleicht ein 3.10 folgen zu lassen und 4.0 sich für einen ganz großen Patch aufzuheben. Aber die Antwort hier ist spannend, weil beide unisono sagen, 4.0 ist so ein großer Patch, weil das erste gesamte Sonnensystem wird fertiggestellt sein und Server Object Container Streaming, Klammer auf, hoffentlich, Klammer zu, wird vollständig am Laufen sein, sodass Todd und Brian denken, dass das ein bedeutender und riesiger Patch werden wird. Und das möchte ich an der Stelle ergänzen. So wie wir 4.0 im Moment auf der Roadmap haben, wird das nicht bleiben. Das Ding wird noch wachsen. Und damit bin ich am Ende des fachlichen Themas und jetzt könnt ihr Fragen stellen.